Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel von Viktoria Köln beim TSV Havelse. Und ich begrüße recht herzlich zu meiner Rechten den Cheftrainer der Viktoria, Olaf Jansen. Und Herr Jansen, die erste Frage geht natürlich direkt an Sie. Am Wochenende ein 0:0 gegen den 1. FC Saarbrücken in Unterzahl am Ende. Trotz allem aber die Null gehalten. War das für Sie ein Beweis, dass die Moral bei der Viktoria stimmt? Ja, zum einen das, wobei ich sagen muss, das hat eigentlich bis zum heutigen Tag noch nie gefehlt. Das würde ich auch hoffen, dass das so bleibt. Aber ja, es stimmt, wir haben sehr, sehr gut verteidigt. Wir haben dem Gegner extrem wenig Räume gelassen. Also Saarbrücken ist kaum zu konstruktivem Spielaufbau gekommen. Das haben wir zerstört und haben dann auch mit dem Ball eine ganze Menge gute Sachen gemacht. Und dann mussten wir leider, ja, glaube ich, 35 Minuten dann mit einer roten Karte leben in der zweiten Halbzeit. Das war natürlich dann brutal intensiv, laufintensiv. Die Jungs haben sich dann in alles reingeschmissen und dann, finde ich, mehr als verdient auch wirklich diesen Punkt geholt. Und klar, das tat natürlich gut, dass wir nach dem Spiel in Osnabrück, wo wir jetzt auch keine schlechte Leistung gebracht haben, aber eben wieder mit 0:3 dagestanden sind. Das hat den Jungen schon am Wochenende ein gutes Gefühl gegeben und das wollen wir auch mitnehmen und haben wir jetzt auch in die Trainingswoche mitgenommen. Auch der TSV Havelse hat am Wochenende den ersten Punkt geholt. Ansonsten gab es 7 Niederlagen für Havelse bisher, oft aber nur knapp verloren, muss man wirklich sagen. Wie schätzen Sie den kommenden Gegner ein? Ja, auf jeden Fall mal als erstes, dass sie auf jeden Fall mit einem Punkt komplett unter Wert dastehen. Ich habe mir die letzten 3 Spiele 90 Minuten lang angeschaut. Da muss man sagen, sowohl in Würzburg zu Hause gegen Borussia Dortmund 2, die für mich ja zu den spielstärksten Mannschaften gehören, und auch im Auswärtsspiel gegen Meppen, haben die alle 3 Gegner wirklich gequält. Mit ihrer hohen Disziplin. Wir haben ein tolles Spiel auf den zweiten Ball. Also kriegt man wenig Luft, wenig Zeit, zu seinem Spiel und Positionsspiel aufzubauen. Und haben dann am Ende des Tages ja durch fehlende Durchschlagskraft in Offensive dann die Punkte nicht geholt. Oder nur diesen einen dann am letzten Sonntag. Aber insgesamt, glaube ich, wartet auf uns am Freitag eine sehr unangenehme Aufgabe. Die wird auch wehtun, da bin ich mir sicher. Und ich bin mir genauso sicher, dass Havelse sich endlich mit dem ersten Sieg belohnen will. Und ja, das verstehe ich total und ich glaube, darauf müssen wir uns auch einstellen. Die Defensive stand die erste zu Null oder das erste zu Null am Wochenende gegen Saarbrücken. Dafür klappt es vorne noch nicht so gut wie in der vergangenen Saison beispielsweise. Jetzt ist Anfang der Woche Timmy Thiele ins Training zurückgekehrt bei der Viktoria. Sind das personelle Lichtblicke, von denen Sie ausgehen können? Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall ein personeller Lichtblick, dass der Timmy wieder ins Training eingestiegen ist, nach gefühlt, glaube ich, 4 Monaten. Ne, Palacios ist jetzt wieder im Training. Da sind noch einige Rekonvaleszenten, auf die wir warten, mit Sebastian Milic im Tor, mit Paco wieder für die rechte Seite, Dario De Vita, der wieder auf einem guten Weg ist, Höcki, der wieder auf einem guten Weg ist, ne? Das ist klar, das sind alles natürlich noch Spiele, die brauchen noch einige Wochen Training, Mannschaftstraining, aber zumindest ist da ein Licht am Ende des Tunnels und ja, ich bin mir sicher, dass uns dann auch in den nächsten Wochen, wenn Timi dann wieder bei 100% ist, dass er uns dann enorm in der Offensive helfen wird. Genau, ja, wie auch Rico Palacios, glaube ich, mit seiner Spielstärke, Technik, kann er unser Spiel auch nochmal in der Offensive kreativer machen. Also da sind noch einige, auf die wir setzen. Das Spiel findet am Freitagabend in der HDI Arena statt. Das, ja, kann man sagen, ehemalige Niedersachsenstadion. Viktoria Köln hat selbst zu Zweitliga-Zeiten schon mal oder schon dreimal in dem Stadion gespielt, das ist aber viele Jahre her. Die Viktoria in dieser Form, wie wir sie jetzt haben, der aktuelle Kader natürlich überhaupt noch nicht, aber Olaf Jansen könnte auch schon mal im Niedersachsen-Stadion gespielt haben. Können Sie sich daran erinnern? Ja, jetzt nicht speziell, aber gefühlt sicherlich 10-mal oder mehr, ist ja logisch, ne? durch die, ja, jetzt fast 35 Jahre Bundesliga als Spieler und als Trainer. Ja, es ist natürlich einfach eine historische Stätte. Ja, ein tolles Stadion, das natürlich jetzt auf neuesten Stand ist
hochmodern ist und dann noch ein Flutlichtspiel. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr würdiger Rahmen. Ja, vielen Dank, Olaf Jansen, für die ausführlichen Worte. Wir sehen uns dann am Freitag um 19 Uhr zum Biwin-Topspiel der Woche in der HDI-Arena TSV Havelse gegen Viktoria Köln. Bis dann.